Hallo, liebe Modelleisenbahnfreunde, herzlich willkommen zum Video heute. Testfahrt, Probefahrt, Vorstellung der Ludmilla von Güsef Cargo. Ja, ich habe sie schon mal aufgegleist und dann wollen wir loslegen. Viel Spaß beim Zuschauen. Führerstandsbeleuchtung. Maschinenraumbeleuchtung. Und Führerstandsbeleuchtung.
So, jetzt fahren wir mit Geschwindigkeit 10 und schauen mal, wie sie hier im Berg hochkommt. Also ich finde, die hat keine Probleme, den schweren Containerzug hier die Steigung hochzuzahlen. Ich habe mal die Führerstandsbeleuchtung 1 und 2 und die Maschinenraumbeleuchtung ausgemacht. Wir müssen ja jetzt Strom sparen. Das kostet ja Unmengen an Strom. Ich habe auch noch das Schlusslicht an bei der. Jawohl, das machen wir auch noch aus. Alles in Ordnung. Der ist rausgerupst. Der Flachwagen ist hier rausgehüpft. Ich muss die Kamera weiter mittig stellen. Komisch. Ist auch noch nie passiert.
alles in Ordnung. Anhand der Weiche. Naja, Eigenarten gibt es immer mal. Jetzt fahren wir mit Geschwindigkeit 10. So, jetzt fahren wir mit Geschwindigkeit 10 und schauen mal, wie sie hier einen Berg hochkommt. Also ich finde, die hat keine Probleme, den schweren Containerzug hier die Steigung hochzuziehen. Ich habe mal die Führerstandsbeleuchtung 1 und 2 und die Maschinenraumbeleuchtung ausgemacht. Da müssen wir jetzt umfahren. Das kostet ja Unmengen Strom. Ja, ich habe viele Ludmillas. Irgendwann machen wir mal wieder einen Film, wo nur Ludmillas auf der Platte stehen. Aber im nächsten Video gibt es dann wieder eine neue Ludmilla.
So, im Stellwerk ist auch immer viel los. Da werden die Weichen gestellt und die Fahrstraßen gelegt. Und das BW. Machen wir mal hier die Türe auf. Warum auch immer die zugegangen ist. So, wir wollen doch was sehen. Hier passt noch eine Lok rein. Ja, und jetzt ist hier nichts in der Kurve. Und das war noch nie passiert. Wie gesagt, das lag an der Weiche. Oder an dem Rest von der Weiche. Ja, das Stellwetterhäuschen. Auch beleuchtet.
So, der Kesselwagenzug fährt nach unten. Vom Burgberg. Und der Containerzug kommt nach oben. Da kommt er raus. Mit der neuen Ludmilla Isef Kogel. So, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Wie immer, Eisenbahn macht immer Spaß. Ja, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ein Abo, da würde ich mich insbesondere drüber freuen. Dann wünsche ich euch noch was. Tschüss, bis zum nächsten Video.